Hallo Leute, wie ihr seht, ich habe ein bisschen was weitergemacht schon. Hier, wir sind jetzt bei dem, wie heißt das Ding? Keine Ahnung, weichen Polster für die PAL zum Schlafen. Und die haben gerade eins aufgebaut, wie ihr seht. Und das zweite auch noch. Das war unsere nächste Aufgabe, damit wir ein Level-Up am Dingens kriegen. So, dann habe ich noch ein paar Sachen hier im Lager natürlich gemacht. So Eier zum Beispiel hier, damit die PALs was zu essen haben mit ein bisschen Gei. Weil das fehlt uns da definitiv, weil das hier ist ja mit einem Gei und das hier ist auch noch mit einem Gei. Da müssten wir eigentlich noch zusehen, dass wir da noch mehr hinkriegen, ne? Ich habe dem. Wir machen erst das Logo und dann gehen wir auf den großen Bildschirm, dann seht ihr das besser, ne? So, ich habe an einem Baum ja letztens solche Dinger da gefunden. Ich glaube, das kann ich euch hier am besten zeigen. Der hier hat jetzt die Steinsalbe bekommen. Vorher hat er irgendwas mit 30 Punkten gehabt. Das habe ich rausgenommen. Und ja, damit er besser ist, ne? Hier seht ihr die Steinsalbe da, ne? Kann ich jetzt nicht rübergehen. Und ich habe noch zwei weitere Dinge, habe ich gedacht, könnte ich irgendwem geben. Aber so wie es aussieht, dann würde ich den Eisberg. Warte, der hat noch einen freien Slot. Wir machen das mal gerade so, dass wir den vielleicht mal hier reinnehmen. Penging. Weil der ist auch mit 70 unterwegs, ne? Den hatten wir vorher, den Boa, der hatte nur 50. Und ja, der hier, der hat einen 100er. Den müsste ich eigentlich auch mitnehmen, ne? Zum Kämpfen. 55, 55, 70, 60, 55. Also einer von denen müsste eigentlich hier ausgetauscht werden. Den will ich ja zum Fliegen haben. Den haben wir jetzt hier eingetauscht, den Peking. Den habe ich gerade in 55er Steinsalbe gemacht. Hornschleuder, das ist ein Reittier, ne? Wächter des Waldes. Duckmäuser ist er auch noch. Ja, da müsste ich mal gucken, wen ich da vielleicht tausche. Aber der hier, den habe ich kein Sattellaub für und da kann ich nicht drauf reiten. Gut, dann wäre der noch angesagt und dann könnte ich mal versuchen, vielleicht mit denen. Level 24, was heißt das? Warum ist das rot? Ist der overpowered wahrscheinlich, ne? Ja, ich lasse den mal gerade noch hier und wir gucken mal, wie wir da weiterkommen. Gut, das habe ich alles gemacht. Die zwei Dinger sind unterwegs. Jetzt bräuchten wir hier nochmal gerade schauen. Da hatte ich was repariert, da fehlt mir aber Stein zu. Keiner macht hier Stein, ist auch wieder cool. Ja, hier sind noch 40 von dem Palladium drinne. Hier sind noch 10 Nägel drin und wir können noch mal gerade um die Ecke gucken, ist das Ei da fertig? Bestimmt. Ich habe aber. Nee, noch 11 Minuten, okay. Ist noch nicht fertig. Gut, da unten macht keiner Steine. Ah, geht der da jetzt runter oder nicht? Da geht zwar einer runter, aber keine Ahnung, wo die hingehen. Ach, da unten ist Holz abgebaut worden, so, so. Gut, das ist jetzt erstmal das. Jetzt müssten wir überlegen, wie wir weiter vorgehen, ne? Ich würde jetzt gerne eigentlich zusehen, dass wir einen Pal kriegen, der so zwischen 15 und 20 ist, ne? Ach so, wir können ja hier auch, warte mal, wir können hier erstmal die Situation hier verbessern, ne? Dann können wir noch einen Arbeiter einstellen. Baue Pals, fairen Fließbandwerk. Okay, das geht gar nicht. Und baue Generator. Haben wir beides nicht. Generator ist ja damit Strom irgendwas. Okay, das wäre dann erstmal so. Das heißt, wir können hier unten noch einen einstellen. Was haben wir denn zuletzt hier geholt? Ja, zwei zum Steine klopfen. Aber hier sind jetzt auch nicht überwältigende drin, die ich wohl sagen würde, das ist jetzt das, was wir einsetzen wollen. Ne? Hier würde einer Medizin machen können, ne? Ein Zweier, er kann jetzt Zweier Holz machen, ne? Aber der Mammut, der macht glaube ich auch schon Zweier Holz, genau. Wo gibt es noch irgendwo Zweier? Ihn hatten wir schon aussortiert. Ja, ich glaube, wir haben hier nichts Dolles. Der würde Strom machen. Das wäre der, den wir als nächstes dann brauchen, ne? Hier haben wir Seen, glaube. Zweimal Medizin. Er kann tragen noch. Ich glaube, ich nehme jetzt vorübergehend den und demnächst müssen wir da einen mit Strom reinmachen, weil das ja auch unser nächster Plan ist.
So, das ist jetzt hier. Wo gehen wir hin? Das ist die Frage. Penking, der wird wahrscheinlich zu schwer sein mit Level 15. Der haut uns bestimmt sofort um. Aber die Gegend wäre vielleicht schon nicht schlecht, um zu schauen, was wir da für Pals haben, die wir mitnehmen können. Die wir vielleicht besiegen können. Schauen wir mal hier hoch gerade. Ist hier noch was anderes? Sagt die Karte. Ah, hier ist schon Ende. Und da ist dann da oben der Dungeon, glaube ich. Ja, vielleicht müssen wir es ja doch mal probieren, oder? So, lass uns mal gerade schauen. Der war der Beste. Der war, glaube ich, mit 70 dann Eis-Ding. Und wir müssten dann unsere Knarre nehmen, die wir jetzt haben. Sphäre des Eisvogels, Level 15. Ja, komm los, wir probieren's. Wo ist denn unser? Das ist der große Penkin. Wir müssen uns immer hinter irgendeiner Säule verbergen, damit wir nicht getroffen werden von dem. Dann könnte man eine Chance haben, ne? Oh, 15 nur noch. Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Ein Schuss noch, dann reicht's. Wieso steht der erste Boss-Sieg? Wir haben das schon eingeschafft, oder? Auf jeden Fall haben wir es geschafft. Können wir hier was einsammeln? Ja, unser Dingens Pal ist leider auch kaputt gegangen. Eisdrüsen reichlich. Palsaft, seltener Pelz, antikes Bauteil. Okay, da haben wir jetzt einen so einen Teil da leider. Das leuchtet, aber bringt nichts. Ja, das war schon ein harter Kampf für uns, ne? Ich glaube, wir haben alles, ne, oder? Der ist tot, ne? Hat aber auch nichts mehr für uns. Gut, das heißt, wir haben ein Level weiter, ein Boss mehr geschafft. Dungeon verlassen. Ja. Sphäre des Eisvogels. Ach so, die reaktiviert sich nach einer gewissen Zeit, ne? Okay, dann könnte man dann noch mal reingehen, aber das bringt einen ja nicht wirklich was, oder? Gut, leider haben wir jetzt unseren Penking verloren dadurch, aber ja, da musste man schon ein bisschen was machen. Jetzt haben wir natürlich hier den Boss besiegt. Da haben wir auch besiegt. So, jetzt haben wir den nächsten hier. Ist ein 23er, hier ist glaube ich 17er. Der Azurrobe ist eigentlich der nächste, den wir machen müssen dann. Schätze ich mal. Der Marmorrest, den schaffen wir nicht. Ja, und dann gibt es noch genug andere Stellen hier, ne? Ach, guck mal, da oben ist ein alter Ritualplatz. Da kann man Schnellreise machen. Vielleicht sollten wir das mal in Angriff nehmen. Hier wieder runter auf dem Dingensplatz da. Wird schon wieder dunkel, ne? Vielleicht sollten wir im Dunkeln nochmal schauen. Vielleicht sollten wir sogar hier bleiben im Dunkeln und gucken, welche Gestalten hier spawnen. Ach so, da liegt Holz, okay, und hier Stein. Ja, manchmal kommt ja nachts wer hier vorbei, sozusagen. Wir können ein bisschen Eisen mal einpacken noch. Da hinten seht ihr das? Da müssen wir hin. Wie kommen wir da hin? Das ist so ein grünes Ding. Schwimmen ist ein bisschen schwierig wahrscheinlich, ne? Mal gucken, wie wir das schaffen, dahin zu kommen. Die grüne Statue will ich haben, damit wir leveln können. Ich habe sowieso wieder Punkte hier. Und immer Angriff, weil unser Angriff ist richtig schlecht. Kannst mir erzählen, was du willst. Was haben wir denn noch gekriegt hier? Nee, das wollte ich nicht. Technik Point, da müssen wir. Ne, haben wir nichts. Doch, hier haben wir einen gekriegt.
Das heißt, wir können hier diese zweite Pistole jetzt rausholen, ne? Oder ein normaler Futterbeutel gibt es auch für zwei. Oder tragbare Laterne. Okay, da muss man ordentlich, aber das ist, ich glaube, das ist mir lieber wie das hier, ne? Ein mittelgroßer Beutel, in dem man Futter mitnehmen kann. Schalte bis zu zwei Autofütterungsslots frei. Nee, mir reicht das ja. Und die Pistole hier, die ist zwar jetzt mega enterhaken Pistole, aber ich glaube, ja, die Reichweite ist natürlich besser wie die andere. Aber wie gut ist die? Und die Laterne bringt mir vielleicht viel mehr im Dunkeln. Ich nehme mal die Laterne. Muss ich allerdings, glaube ich, noch bauen, ne? So, wir wollten da hin. Ist jetzt aber schon duster, ne? Und jetzt ist es nämlich das Problem, dass wir hier irgendwas mit einer Fackel austauschen müssen. Damit wir was sehen. Und die Laterne macht es hoffentlich dann besser. Ja, wie komme ich jetzt nur hier rüber, ne? Da hinten ist ein Absatz. Aber ich müsste erst schwimmen. Was ist das da? Weil ich müsste erst rüber schwimmen und dann noch klettern. Ob ich das schaffe? Mal gucken, wie weit man reingeht, bevor man schwimmt. Ich sehe da drüben leider auch nicht, ob ich da hochkomme oder nicht hochkomme. Und da sieht es so ein bisschen so aus, als ob Land davor wäre, ne? Ach, das sieht so aus, als ob ich hier rüber komme, oder? Okay, hier können wir auf jeden Fall hoch. Komme ich die Wand auch hoch? Mal schauen. Na, da sind schon die Sterne, das heißt, wir kommen hier hoch. Hoffe ich. So, und jetzt müssen wir in die Richtung. Ach, da ist er schon am Leuchten. Ist das das schon gewesen? Nee, ich glaube, das ist noch ein zweiter. Der war das nicht. Das war der nicht. Da muss noch einer sein. Der war da hinten. Der war nicht hier. Komme ich da hoch? Schwierige Frage, aber da könnte noch ein Absatz sein. Ja, klappt das? Oh, es wird ernst, aber ich glaube, da ist ein Absatz. Ja. Das heißt, wir können regenerieren hier wieder und dann geht es weiter hoch. Da ist er, oder? Was eine Sphäre, aber die habe ich doch nicht von hinten gesehen, oder? Nee, das glaube ich nicht. Oh, das ist jetzt schwierig zu sehen, wo das ist. Ah, da rechts leuchtet es. Ich glaube, da ist es. Ja, da ist es. Liftmonk-Statue, die sind die, die wir brauchen. Ist nur die Frage, wo wir hier sind, ne? Da pennt auch einer, also das ist der von eben wahrscheinlich sogar. Oh, eine Kiste, die habe ich gerade übersehen. Goldmünzen und Megasphäre. Keine Ahnung, was das Blaue da hinten ist. Ist das der Mond? Ja. Hier noch ein bisschen durch die Gegend laufen. Wo sind wir überhaupt? In einem Bereich, wo wir noch nie waren. Okay. Da links blinkt was, da rechts. Aber das sind die Wellen vom Wasser, oder? Der Mond spiegelt sich da rechts auf jeden Fall. Und da pennt noch jemand. Hier ist eine Truhe. Pistolenmunition, ne? Die nehmen wir mit. Oh, noch eine Statue. Sehr schön. Aber ich brauche da so ein Dingens für, ne? So ein Altar für oder so eine Statue, um das zu verbessern, ne? Die Kiste, die ist aber größer. Goldmünzen und vier Pfeile, das war ja wieder nix, ne? Die Goldmünzen, die gehen noch, ne? Ist das für einer? Robin Quill, ein 22er. Der lebt aber, ne, oder?
Soll ich den mal probieren? Komm, Pistole ran. Dann mal schauen. So, ich müsste sie auch erst auswählen, ne? Das eine Bombe? Das sind alles Bomben. Ich glaube, das war jetzt nicht so. Ich glaube, ich muss noch mal schießen. Na, jetzt ist er down, leider. Es war klar, ich hätte vielleicht die Armbrust rausholen müssen. Was sind das denn für welche? Ein Bristler mit 17. Die habe ich aber schon mal gehabt. Die hat es mir jetzt nicht gebracht, glaube. Kurz gucken, was er gedroppt hat. Weizensaat hat er gedroppt, okay. Stein, ne, oder? Ne, das ist was anderes. Das ist Leder. Leder brauchen wir. Angegriffen gerade oder was war das? Goldmans Megasphäre Silberschlüssel, okay. Ich würde jetzt gerne erst noch gucken, dass ich den Dingens finde, den Sprungpunkt. Da oben ist was. Ja, das ist noch nicht aktivierter Sprungpunkt. Der ist es doch. Die sind ja alle irgendwie aggro. Da ist der Liga der Apalfreunde gewesen. So, Schnellreise aktivieren. Oh, da ist ein Lager. Und die räumen das hier gerade auf. Du schießt nicht mich, ne, oder? Doch, du schießt mich. Wenn du mich schießt, dann schieße ich dich. Wenn ich keinen Schutz habe, dann ist es schlecht für mich. Oh, das ist ganz doofes Zeug. Und was ist das für eine Rakete, die er gerade abschießt, ey? Wieso habe ich jetzt eine andere Waffe in der Hand? Dieses Zeug ist schlimm. Jetzt hat er auch noch einen Pfeil und Bogen. So, jetzt mal gucken. Wenn er da in der Kugel ist, dann habe ich eine Chance. Ja, ich hab ihn. Robin Quill. Ah, der ist auch aggro. Dann müssen wir wahrscheinlich hier weg. Die sind alle hier gerade aggro. Ich bin auch gerade nicht so gut unterwegs mit meiner Energie. Hier ist irgendwie ein Bug im Spiel, oder? Dass es hier immer hell und dunkel wird. Aber der da noch und der auch noch, die folgen mir oder was? Das ist nicht gut. Die immer noch hinter mir her. Ich glaube nicht, dann können wir jetzt mal hier die Kiste nehmen. Megafähre und Goldmünzen. Und dieses Ei. Vielleicht ist es ein Tanzee, ich weiß es nicht. Ah, der ist aggro. Ich glaube, wir müssen mal schneller hier weg. Okay, wir haben jetzt schon wenigstens einiges an Energie. War vielleicht jetzt nicht die beste Idee, hier runter zu springen, während ich. Oh. Naja, wenigstens haben wir jetzt hier eine Kiste dafür gefunden. Brot, kleiner Palseele und Goldmünzen.
aber die andere. Ich glaube, wir wagen das hier mal lang zu fliegen, ne? Ja, der fliegt schon ein ganzes Stück weiter, da kann man schon mit leben. Gut. Dann würde ich mal sagen, gehe ich zurück ins Lager und guck mal, was wir da machen können, ne?